FIB 3, 3 Jungs, FIB Zugriff, da, Jungs. Zwei Zugriff, FIB Zugriff, 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 direkt Zugriff. Sofort die Hände hoch. Sofort die Hände hoch oder wir öffnen das Hände hoch. Oh, alle Flossen hoch. Zweimal Lebenslänge gekriegt. Pff, juckt mich nicht. Ja. Euch nehme ich noch mit. Ich werde im Knast sterben, aber ihr werdet auch sterben. Oh, guck mal da, wer da ist. Flossen hoch. Und zwar jetzt. Ja, mit dem Weißen davor. Nee, das andere Blau. Ich mal mitkommen. Ja, ich habe mich noch nicht mal verabschiedet von Semi. Du musst so sehen, ich habe heute wieder Geschichte geschrieben, aber das ist halt nicht das erste Mal auf der Insel. An euch geht dasselbe. Wie bitte? An euch geht dasselbe, ihr werdet sterben. Wird nicht vergessen. I'm going no switch. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thoughts so intact. Jetzt wieder links anschauen. Bitte nicht laut wiederholen, Probanden. Digga, ist falsch, Mann. Nein, fahr geradeaus. Was dacht ihr dann? Dann hier nächste links gleich. Genau, Straße folgen. Jetzt gleich, jetzt rechts. Weißt du auch, wo wir sind? Da vorne ist, stehen die. Den links von uns auf dem Feld. Geradeaus durch. Links von uns, da sind die doch. Wir müssen die irgendwo sein. Da hinten rechts. Ausgestiegen? Raptive Flughafen in der Lagerhalle drin. Du wartest auch noch. Stellt den letzten Wagen so davor. Also quasi mit dem Licht, damit wir so eine Art Kreis haben, weißt du? Den da, meinst du? Heute ist das wieder wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, ne? Ein ganz normaler Tag in der Almani Area. Kommt da noch ein Auto? Da könnte man sich eigentlich bei Nikolai noch bedanken, ne? Warte mal, ich ruf den mal an. Nee, ne, macht nicht. Doch. Der hat uns ja die Infos gegeben. Also mir zumindest. So. Nikolai, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Dann wieder aufgewacht. Dann steigen Sie mal aus dem Fahrzeug. Ja, Nikolai, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, ne? Ja, stellen Sie sich mal genau in der Mitte von dem beiden Wagen. Nee, da wird schon nichts passieren. Alles klar. Danke dir nochmal, ne? Bitte einmal die Infos. Nie. Nee. Wie bitte? Ich weiß nicht, ob die Sitz schafft. Möchten Sie sich nicht niederknien? Nee. Wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen? Was soll ich mir denn überlegen? Naja, was denken Sie, was passiert, wenn Sie jetzt in dem Tiber fließen, was passiert? Was denken Sie, was passiert, wenn Sie unserer Familie in den Weg kommen? Das Ding ist, egal was passiert, im Endeffekt hat Sie ja nicht mehr zu interessieren, oder? Deswegen werde ich auch nicht schweigen und nicht niederknien. Aber was anderes, ich habe heute eine Frau schon gesehen. Dann machen wir es anders. Hier haben wir bestimmt noch Waffen dabei. Weiß ich nicht, habe ich das? Die Waffen bitte einmal fallen lassen. Wie soll ich das denn machen? Du musst es ja rausnehmen. Nein. Holt mal die Dame aus dem Fahrzeug. Rauskommen. Wie heißt denn die Dame? Gray. Wie ist ihr Name? Gray. Frau Gray, kommen Sie mal näher. Lassen Sie die Frau gehen, machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber lassen Sie die Frau gehen. Gang wird gefangen. Frau Gray, ich bin der Herr mit dem Wolfskopf. Bitte einmal hier direkt neben mir stellen. Sehen Sie den. Ja, bleiben Sie bitte hier stehen. Schauen Sie gerne zu. Sie sehen den Herrn hier vor mir. Er weist sich aus als Chief of Police. Ohne die Rückhand zu wissen, dass er ein absolutes Nichts ist. Er kennt vielleicht mit seinem LSPD, aber Herr Cunningham, Ihnen ist doch bewusst, dass Sie irgendwann mal alleine unterwegs sein werden. Und der Tag ist gekommen. Und eine Mafia beobachtet immer. Nicht nur zwischendurch. Ja, das PD beobachtet auch, ne?
Die haben gesehen, wer mich mitgenommen hat. Passiert mir was, sind sie am Arsch. Wir haben gesehen, wo das LSPD ist, ne? Also ich sehe kein LSPD, außer sie beiden. Ich sehe hier auch nur... Gefährlich wirken sie mir jetzt nicht. Und sie sollten das Mundwerk halten. Aber warum? Alles klar. Gut. Herr Mendoza, möchten Sie was zu dem Herrn noch sagen? Aber sicherlich. Ich habe heute schon eine Frau gesehen. Sie ist die Nächste. Na? Ich habe richtig einen Grin, das... Ah, lass dir mal Haare wachsen. Echt? Ja, scheiß auf meine Glatze, man wird alt. Du weißt ja, wie das ist im Knast. Aber wie du siehst, bin ich frei. Ich aber du hast schön das Spaß gehabt bei der Seife aufheben. Ja, auf jeden Fall. Herr Cunningham, ich spreche. Wenn ich mit deiner Frau fertig bin, dann schicke ich dir noch schöne Grüße, ne? Zu deinem Grabstein. Ja, junge Dame. Jetzt sehen Sie, was der Herr Chief of gar nichts eigentlich so kann. Gar nichts. Ja, richtig. Es liegt jetzt daran, Herr Cunningham. Ich stelle Ihnen natürlich noch eine letzte Frage. Haben Sie noch letzte Worte, bevor Sie im Tod nahekommen? Na, ich würde es mir nochmal überlegen, ne? Aber das ob man die Familie überredet mit sechs Leuten dann, ne? Angenehmen Tod. Diesen Familie. So, ja. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Wird der denn da? Wie anders klären? Ja, irgendwie anders. Dann müssen Sie doch nicht gleich jemanden erschießen. Ja, wir klären das jetzt anders. So, junge Dame, Sie haben zu viel gesehen. Ich hab Autos gehört, ich hab Autos gehört, ich spotte. Wer fährt da draußen rum von uns? Keiner. Ich spotte, macht ihr weiter, ich gucke. Okay, Jungs, ja. So, Junge und Dame, Sie werden gebeten einzusteigen, wir fahren. Ivan, denkt dran, er muss ins Licht gehen. Ja, machen wir jetzt. Wir hätten noch erpressen können wegen Global. Steigen Sie ein. Steigen Sie ein. Ja, wir müssen warten, bis er weg ist. Ja, steig ein. Alles gut. Was wollen Sie? Wir wollen den PD weise machen. Ach, das heißt den PD, der Herr Carlingen war das Hauptziel. Dass das kein großer Akt wird, war natürlich selbstverständlich, ne? Das gibt Ihnen jetzt Genugtuung? Nö, aber das gibt uns Macht. Zeigen wir euch, dass ihr gar nicht so viel Macht habt, wie ihr denkt. Ihr habt irgendeinen Drecksgerichtsprozess, ein Verknacken aufs lebenslang. Sirenen. Ah, Heli. Okay, das wird uncool, Jungs. Ja, du Scheiße. Okay, Jungs, weg. Och, du Scheiße. Ja, wir nicht. Okay, Jungs, wir brauchen ganz dringend Unterstützung. Ey, wir können den da nicht liegen lassen, der zerfickt unser Leben, ne? Wenn die ihn jetzt rüberkriegen, lebendig. Ach, du Scheiße. Der wird drei Minuten Zeit läuft. Alle herkommen jetzt. Eine Minute müsst ihr noch haben. Ey, wir brauchen ganz dringend Unterstützung, mir geht maximal der Stift hier, wir brauchen, Jungs, egal, ey, Jungs, wenn wir alle in den Knast gehen, interessiert mich nicht, wir haben Cunningham getötet, der Rest juckt mich nicht. Ordert mal die BMWs, bitte. Schnell. Ich hab links ausgemacht, Licht. Bei mir ist an. Egal, die sind nicht. Habt ihr uns gehört? Kann ich mit der Ziffkarre dazukommen? Soll endlich ins Licht gehen, nein. Alter. Die Kopfsteigen aus. Hol die Tankstelle ab oben drüber, bitte, wenn jemand noch kann. Digga, wir müssen fetzen, Digga. Da, tötet. Erst ins Licht gegangen, Jungs, abhauen. Nächster Schnitz. Oh, schnell, Digga, die... Ah, Digga, fahr vor. Digga, was ist denn das, Alter? Ha. Lass mich rein, Digga. Fahr. Bist du drin? Ja, gib! Ja, Stuff! Er ist ins Licht, Alter. Hau bloß ab, du, sag ich dir, Junge. Du, Digga, hast du schon Platten, Alter? Digga, gib Stuff, Digga. Lass schwimmen gehen, Bruder. Vorne. Ey, Jungs, stopp. Wir haben doch noch eine Geisel. Ich hab noch eine Beamte dabei, ne? Oh. Okay. Wir haben ihn getötet. Jawohl! Ich hab noch eine. Kann mich nicht, ich hab Platten, Alter. Ich auch. Park irgendwo, ich reparier, Digga, komm. Ey, bei mir hast du keinen Platten. Willst du kurz stehen bleiben, ich reparier, Digga. Bleib kurz stehen, ich reparier, Digga. Lass raus, stopp, warte. Ich reparier, Digga. Bin dabei, Digga. Okay. Go. Boah, jetzt schnell weg. Boah, mir ging gerade richtig der Stift. Digga, mir auch. Mir gar nicht, Digga. Ivan hört mich immer noch. Digga, ich bin voll entspannt, Alter. Digga, mir ging gerade richtig der Stift. Der hat mich auseinandergerissen. Ne? Halt, also, wenn du so welche Aktionen machst, ne? Da musst du wie ich immer seelenentspannt sein. Hast du gesehen, wie die da hingelaufen sind, um den stabilisieren wollten? Deiner? Digga, wir müssen Jungs, fetzen, Digga. Da, tötet. Erstens nicht gegangen. Ja. Du bist ja gerade weggegangen. Ja. Glück gehabt, das war so Glück, Digga. Ihr habt hier noch die Beamten, Ivan? Boah, da kommt Army angerollt, Digga. Wir chillen erstmal kurz hier, ja?
Entspann dich erstmal ab, Matik. Du, ich rauch dir eine, wenn du Raucher bist, erstmal und dann geht's weiter. Den hier machen, Alter. Erstmal. Ey, Hauptsache, man hört das. Mir ging voll der Stift von Sonny. Ja, normal. Warte, ich muss erstmal Rüstung anlegen und alles hier. Ja, normal, Digga. Erstmal den hier, Digga. Was los? Oh, Digga. Ey. Ah, ne? Ich hab gedacht, das war's. Wenn man den ablenkt. Ja, ja, ich hab gedacht, das war's jetzt, ne? Und? Oh, passiert noch ein bisschen Disputer, wenn wir. Alter, mir ging gerade der Stift, ne? Ja, nicht nur dir, Digga. Zum ersten Mal ging mir wirklich der Stift, Ivan. Das ist lange her, ne? Ganz ernsthaft, Digga. Ohne Scheiß, Ivan. Kein Alter, Spaß. Hier, ihr müsst entspannt bleiben, Alter. Ivan ist total relaxed, Alter. Digga, wir hatten so Glück, gell? Also, mein Stift geht mir immer noch. Bitte mal kurz aufstehen, die Hose wechseln, sorry. So, aber wieso hört eigentlich keiner im Funk, wenn wir Hilfe brauchen? Ah, die haben sich alle schon versteckt wahrscheinlich. Die sind alle schon in ihren Löchern, Junge. Ihr kleinen Ratten, seid ihr alle schon in eure Löcher gekrochen oder warum habt ihr nicht geholfen, Alter? Was ist denn los? Hallo? Guck mal, die antworten nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich war in der Tanke, ich hatte ein Privatauto, und mir gesagt, er braucht halt, die brauchen halt wieder alle ewig. Die brauchen halt wieder alle. Er war am Würfelpack. Warte, pass mal auf, Alter. Jetzt sag ich mal was. Ey, Adi, du warst jetzt mit uns. Pass auf, du warst mit uns am Würfelpark, wo wir die Aktionen schon gestartet haben. Keine Ahnung, aussteigen. Was du gemacht hast. 90% nicht gehört und hab den falschen Danny gesehen. Ey, oh, wie haben die denn Dane jetzt gekriegt? Egal, wir haben das schon alleine geregelt. Darf ich aber nicht, die haben Dane? Ist nicht so schlimm. Okay. Wow, die ganze Zeit so. Junge Dame, sie haben zu viel gesehen. Des Weiteren, sie haben gesehen, wie der Chief gestorben ist. Sie haben gesehen, wie der Herr Mendoza die Maske weggenommen hat. Ich würde sie bitten, dass sie ihr wunderschön hässliches Gesicht einmal zur Wand machen. Wo sind die? Wo sind die? Ich will das sehen. So. Ich werde sie jetzt hinrichten aufgrund dessen, dahin, Digga, dass sie einfach zu viel gesehen haben. Sie könnten ja das wohl noch zur absoluten Gefahr werden. Ja, oh, 5 Kilometer, Digga. Sterben, haben sie letzte Worte? Fahr. Ich sag dir. Ja. Hast du? Geradeaus? Ja. Ey, Ivan hat die schon getötet, Digga. Ich hab ihn die ganze Drehne und hat gar keine Faxen gemacht. Nein. Ja, die alte ist auch weg. Die muss halt sterben, ne? Ja, ja. Die muss weg. Beim Markus in der Garage. Ich bin nicht bei Vargas in der Garage. Ja, hier wohnt so Vargas, da steht ein gelber Auto, weißt du? Ich bin einfach in die Garage mit reingefahren, hab hinten in der Ecke hingerichtet. Ja, ja. Aber die haben sich richtig lange Zeit gelassen, ne? Das Ding ist, die haben sich einfach zu viel Zeit gelassen. Das, was sie am Ende gemacht haben, einfach früher gemacht, die Vollpfosten, aber nein. Vor allem, wir haben noch einen Kopf umgeknallt, ne? Absolut haben wir den umgemäht. Einen haben wir noch voll mitgenommen. Oh, Digga. Der Auto ist auf der Straße überstehen, ne? 70 Jahre gebraucht, sich zu entscheiden, ob wir jetzt in Dienst gehen oder nicht. Echt? Ja, selbst schuld, ne? Eben denen und dann meint ihr, gehen wir jetzt in Dienst oder nicht? Gehen wir jetzt oder nicht? Somit ist der Chief of Police RIP und mein Wort war gesetzt, dass ich ihn noch. Wir müssen seine Frau noch holen, ne? Die holen wir noch. Die holen wir noch. Die hab ich heute gesehen, Digga, Mann. Die saß da einfach mit 4 Security-Typen im Auto, Mann. Die machen wir auch noch weg. Wenn die wollen, Staatsfan, kein Problem. Die zeigen wir, wer der Staatsfan ist. Hauptsache Gambo, ne? Hauptsache Gambo, absolut. Nee, wir fahren erstmal als Triaden anwesend, dann chillen wir mal eben kurz. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich schwöre, ich lebe gerade meinen Traum, Digga. Sehr gut. Mission complete, Lungs. Beste Leben.